Golf ist ein Spiel, bei dem man einen zu kleinen Ball in ein viel zu kleines Loch schlagen muss. Meine Fresse! Und das mit Geräten, die für diesen Zweck denkbar ungeeignet sind. Als du gesagt hast, du spielst Golf, ne? Da hatte ich mir tatsächlich ein bisschen was anderes vorgestellt. Weinberg, die Leute fragen ja immer, wie ist Marc privat? Ja, was mag er? Was liebt er? Sieht man, was er liebt. Herzlich willkommen zu meinem Leben und der heutigen Strafe, Weinberg. Der Leuchtturm. Und ja, das bin ja offensichtlich ich. Das Arschloch. Das bist du. Mund in one. Ich möchte meine Zähne behalten. Wir spielen heute zusammen drei schöne Golflöcher, die dann vorbei sind, wenn ich eingelocht habe. Ja, und du spielst darin eine kleine Rolle. Wer glaubt, dass das Lächerlichste ist, was man tun kann, ein Bällebad zu sortieren, ja, der täuscht sich. Das Lächerlichste ist, ein Hindernis auf einer Minigolfanlage zu sein. Erste Bahn. Das sind ja richtige Golfbälle. Ja, klar. Pass mal auf, ich habe extra einen, der auf dich zugeschnitten ist. Ja, dieses Emoji gibt dann jetzt mal so die Richtung und das Niveau für diese Strafe vor. Mach die Beine ein bisschen breiter. Für dich nicht. Niemals. Du brauchst nicht viel Kraft für diesen Schlag. Das Loch ist direkt unter mir. Die Bahn ist geschafft, wenn ich da in diesem Loch hinter dir drin bin. Jo. 3, 2, 1. Der erste Schlag und schon in die Nüsse. Geil, wir können aufhören, Leute. Ciao. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Was schützt du da, Weinberg? Alles, was ich schützen kann. Meine Fresse! Du darfst ja nicht zucken, der wäre direkt ins Loch. Der wäre direkt ins Loch, das Loch ist nicht hier oben. Schlag Nummer 3. Lässig. Loch Nummer 1, 3 Schläge. So, ist das Spiel jetzt vorbei? Bahn Nummer 2. Holst du jetzt das Dreierholz raus? Weinberg, ich stehe ganz da hinten und du weißt ja, wie es heißt. Ja, es ist nach dir benannt. Das Arschloch. Und willst du auch wissen, warum? Ich glaube, ich weiß es schon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Arschloch. Wann bekomme ich meinen Helm? So. Dann, Weinberg, geht's auch langsam los. Ja, was ist jetzt mit dem Helm? Um meinen Kopf wäre es nämlich schade. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Bist du bereit? Nein. Der Ball kommt. 3, 2, 1. Ah! Leicht rechts. Ja, Marc. Kleider machen Leute, aber noch lange keinen guten Golfer. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man hört, dass er geschlagen hat und man hört den Ball kommen und man weiß nicht, was passiert. Ich bin optimistisch. Geschwindigkeit habe ich drauf. Jetzt klappt's. Ah, ja, schade. Ich muss das Loch etwas verkürzen. Die nächsten Schläge werden von hier stattfinden. Weil du nicht triffst von da hinten. Nein, ne? Das nicht sind ansatzweise. Das sind offizielle Regeln. Ich brauche eine standesgemäße Stärkung. Kaviar. Ist das schon der Gag? Ja. Mehr ist nicht drin. Ja, Kaviar schmeckt scheiße. Das ist ja voll zweistig. Das ist stimmt. Jetzt ist es lustig. Alter, wie können das Leute essen? Musst du würgen, Marc? Musst du würgen? Das ist so ein Schmarrn. Über Chicken Nuggets kommt Marc Seibold normalerweise nicht hinaus. Das ist halt kulinarisch schon High-End. Schlag Nummer 5. Ja, scheiße. Du weißt, dass nach den internationalen Regeln im Minigolf der sechste Schlag
immer der Letzte ist. Eine 7 wird dann aufgeschrieben. Kannst du nachlesen. Dann ziehe ich jetzt Vollgas durch. Jetzt denke ich einfach an den Wehensimulator. 3, 2, 1. Nein! Ja, so sieht das aus, wenn Marc Seibold voll durchzieht. Leider nur die 7. Hattest du nicht mal gesagt, du spielst Golf? Ja, ich hänge eher so im Clubhaus an. Und esse Kaviar, wie man gesehen hat. Ah, Loch Nummer 3. Stark. Dein Mund muss genau hier sein. Nichts weniger als. Meine Zähne liegen dann hinterher alle hier so verstreut. Ich möchte nicht. Die habe ich drum gemacht, damit du ein bisschen mehr Vertrauen in mich hast. Ja, aber die sind doch einfach aus der Requisite. Das war der letzte, mit dem ich das Spiel gespielt habe. Muss einfach schön aussehen. Apropos schön aussehen. Was sagt ihr denn zu Marcs Outfit heute? Steht ihm das? Ja, oder soll doch besser seine Mutter wieder ihm morgens die Klamotten rauslegen, wie sonst immer? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin kein Unmensch. Mhm. Die werden jetzt mal reingestopft, kleiner Mundschutz. Du meinst es wirklich ernst? Ja. Der Mundspreizer. Ja, da reißt der Mundwinkel schon ein bisschen. Ich würde sagen, wenn das nicht mal ein Minigolfloch ist, ich gehe auf Position für das Finale. Ich will nach Hause. Wo genau in deinem Vertrag steht, dass ich sowas machen muss? Du solltest das Kleingedruckte lesen. Ja, Schlag 1. Scheiße. Ist ja. Läuft dir die Sabber aus dem Mund eigentlich? Ja. Deswegen gibt's da einen Zahnarzt in, also das Ding, da steht einen rein und dann. War ein schlechter Bounce. Ah, knapp. Ich hasse dich. Oh, der kommt gut. Ah, ist zu leicht. Oh, der hat getroffen. Ja, hat das jetzt gezählt oder was? Nee, der Ball muss ja im Loch bleiben. Der kann doch gar nicht ins Loch. Das Loch ist viel zu klein. Ich hab nur noch 2. Ach, Gott, jetzt. Da steht Pain 100% drauf. Hat mich überzeugt beim Einkauf. Oh Gott. Ruhig halten. Ins Auge! Ins Auge! Stark! Schön! Warte, ich wisch dir weg. Ah, Schwand, ah, Schwand. Mein Auge! Schwand! Meine letzte Chance auf den Mund in One. Reiß weit auf! Schön, mein Berg! Der kommt! Ah! Ah, schade, schade, schade. Oh Gott. Ah. Lieber Marc, danke, dass du heute so gut gespielt hast. Hier ist dein Pokal. Danke, Sebastian. Vielen Dank. Für, lass mich mal schnell ausrechnen, 17 Schläge auf 3 Bahnen. Ja, haben wir verstanden. Jetzt mach hier den Leute, mit dem Abo und so. Wenn ihr auch Freunde des leichten Humors seid, ja, lasst uns hier unten ein Abo da. Habe ich heute kein Verständnis für Abos, echt nicht. Hier oben mega Tackle beim Football. Habe ich auch kein Verständnis dafür. Hier unten Finn Kliemann, irgendwas mit Tischtennis. Ist okay.